Willkommen vor den Empfangsgeräten, ich bin Moritz Jakob von den Frogda und ich bin wieder in Order of Battle World War 2. So, das mit der Kriegsmarine war sehr erfreulich und lustig. Jetzt probieren wir nochmal Blitzkrieg und dann will ich mal bei Panzerkrieg reingucken. Also ich finde das eigentlich schön von dem Spiel, dass es uns das so anbietet, dass wir da überall mal reinspielen können. Dass irgendwelche Knallchargen das auf Steam nicht verstehen, dann rumweinen, das ist gar nicht echt free-to-play. Beziehungsweise kostenlos so. Also, wer lesen kann, ist doch klar im Vorteil. Also ich finde das eigentlich eine interessante Idee und mir gefällt das Spiel ganz gut. Es hat zwar ein paar Mängel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das eine oder andere hätte ich eleganter gelöst gefunden oder schöner. Was mir teilweise schon im 20 Jahre alte Panzergeneral besser gelöst haben. Gesehen haben. Ja. Weiß nicht, warum die darauf hier verzichtet haben. Naja, gucken wir mal, wie jetzt die Kampagne läuft. So, Kerntruppen sind die Wehrmacht, ist irgendwie klar. Spezialisierung. Panzerschule, Flugschule, Spezialkriegs ist. Ah, es ist das noch hier noch nicht so viel wie bei der Kriegsmarine. Das ist natürlich ein Riesenvorteil der generell der deutschen Armee bis heute. Also gut, das was von der deutschen Armee heute übrig ist, muss eher sagen, die Bundeswehr, die wurde ja so konsequent kaputt gemacht. Eigentlich ist das eine Leistung. Ja? Das muss man unserer Regierung auch eigentlich mal hoch anrechnen. Es ist in der, also ich wüsste jetzt als Militärhistoriker nicht, wann die Regierung eines Staates so konsequent die eigene Armee kaputt gemacht hätte. Und also ich glaube, das letzte Mal waren die deutschen Streitkräfte in so einem beschissenen Zustand nach der Schlacht von Jena Auerstedt und sagen wir mal Februar 1945. Aber ich wüsste es nicht sonst. Unsere Flugzeuge fliegen nicht. Wir haben nur noch eine Handvoll Panzer, die nicht kämpfen können. Wir haben zu wenig Gewehre, keine Munition, wir haben keine Schiffe, die auslaufen können. Also ich habe ja immer gedacht, okay, wenn irgendwann mal ein Regierungsbündnis aus Linken und Grünen an die Macht kommt, dann gehen wir extrem pazifistischen Zeiten gegen, da wird die Bundeswehr reduziert auf so eine Art Bundesgrenzschutztruppe. Aber selbst die hätten wahrscheinlich die Armee mehr oder weniger in Ruhe gelassen, so dass sie ihren Auftrag noch erfüllen kann. Aber dass eine konservative Regierung so pazifistischen Ansatz hat, dass sie konsequent wirklich alles vernichtet und zerstört, was irgendwie sinnvoll wäre in der Verteidigungsfähigkeit, ich weiß ja auch nicht. Organisation Todt. Die Waffen-SS. Interessante Einheiten dann, obwohl ich es mutig finde in einem Computerspiel. Weil relativ schnell dann wieder irgendwelche Nasenbären aus dem Loch gesprungen kommen, anfangen rumzuflennen deswegen. Erleben wir ja gerade eben in hier Kingdom Come oder wie das heißt. Kingdom Come Deliverance. Ich weiß gar nicht genau, wie das heißt. Ich habe nur am Rande mitgekriegt, da ist ein Spiel im Zulauf. Da gibt es das soll wohl im tschechischen Mittelalter spielen, also im Böhmen des Spätmittelalters. Irgendwo in der ländlichen Gegend. Und da gibt es wohl Beschwerden darüber, dass das Spiel rassistisch wäre, weil da nur Weiße rumlaufen. Ja, ich weiß auch, wie bescheuert das klingt, aber als Historiker kann ich sagen, es mag sein, dass in Prag, was eine kosmopolitische Weltstadt damals war, die deutschen Könige haben da sehr viel Geld reingesteckt, die Stadt ist sehr groß ausgebaut und war ein großes pulsierendes Handelszentrum. Der böhmische Kessel ist ja ein sehr reiches Land, umgeben von erzreichen Gebirgen, fruchtbare Böden. Wälder auf den Hügelkämmen, also Böhmen ist wirklich ein sehr reiches Land, war Prag natürlich schon kosmopolitisch. Es kann durchaus sein, dass da arabische und auch der eine oder andere Schwarzafrikaner, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was heutzutage in Deutschland das politisch korrekte Wort ist. Ich höre immer mal wieder stark pigmentiert, aber das halte ich für ein Gerücht, dass man das wirklich verwendet. Ich halte das für einen blödsinnigen Ausdruck. Also meine Kommilitonen, die schwarz sind, die sagen immer, sie sind schwarz. Die sagen immer, wir wären die Farbigen, weil wir ja bei jeder Temperatur die Farbe wechseln. Von käsig zu blau zu rot, was auch immer. Egal, auf jeden Fall, es kann ja durchaus sein, dass da ein paar durchgewuselt sind aufgrund irgendwelcher Handelsdings. Aber selbst das halte ich für relativ unwahrscheinlich, weil eigentlich der Fernhandel sich hauptsächlich über Konstantinopel abgewickelt hat. Dort waren die großen
Karawansereien. Da kam der Orient an und der Okzident hat übernommen und die entsprechenden Handelszüge sind von dort nach Europa wieder hochgezogen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, dass da mehr als mal ein oder zwei sich verirrt hätten nach Prag in der Zeit. Die nett aussehen wie die üblichen deutsch- und tschechischen Käsegesichter, die damals Böhmen nun mal besiedelt haben. Die Bevölkerung aus Böhmen bestand aus Deutschen, Tschechen und was können da noch drin rumgewuselt sein? Eine Handvoll Slowaken, logischerweise. Ein paar Ungarn dürften durchgeeiert sein. Ein paar Polen, logischerweise Polen, die in Prag eben sitzen. Eine Menge Juden. Prag war eine große jüdische Gemeinde, ein sehr reiches Kulturleben. Aber wie auch immer, auf jeden Fall finde ich die Diskussion halt so total bescheuert, weil das ist wie wenn man sagen würde, ein Spiel, das halbwegs versucht, historisch korrekt zu sein, soll ein Kreuzritter her, einen Ritter während des ersten Kreuzzuges darstellen und man kann nur einen männlichen Charakter wählen. Und dann wird man dem Spiel vorwerfen, es ist sexistisch, weil man keinen weiblichen Ritter nehmen kann. Da würden 99,9% aller Gamer sagen, das ist das Dümmste, was ich je gehört habe, so ein Vorwurf. Aber es wird garantiert so einen Vorwurf geben. Also, das halte ich für mutig, weil da garantiert wir irgendwelche Diskussionen ausbrechen können. Beutepanzer finde ich hochinteressant. Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wie sinnvoll das im späteren Kampagnenverlauf ist. Am Anfang könnte das aber wirklich interessant sein. Mhm. Ja gut, das haben aber alle Seiten gemacht. Das ist ja jetzt nicht nur so, dass also die deutschen Kriegsgefangenen bei den Alliierten, bei den Russen haben da ja auch nicht irgendwie gechillt. Ich weiß sehr genau von meinen Großvätern, die waren in russischer Kriegsgefangenschaft, die haben da sehr hart gearbeitet. Und die meisten ihrer Kameraden sind umgekommen an Krankheiten und Unterernährung. Oder wurden erschossen, weil sie versucht haben wegzulaufen. So, dann starten wir mal das Szenario. Ah, der Herr Guderian. Oh, Wahnsinn. Ich bekomme einen Panzer. Okay, da müssen wir aber gucken, wo wir den setzen. Den einen Panzer. Okay, ich habe 200 Ressourcenpunkte. Ich darf, ich habe 5 Punkte für Infra, also Bodentruppen, 4 für Luftwaffe. Sagen, wir holen uns noch eine Stucker. Dafür habe ich nicht genug Punkte für einen gescheiten Panzer. Die hat keine Reichweite. Warum zum Geier haben sie denn der 8-8 keine mehr als 1 Reichweite gegeben? Artillerie wäre halt sinnvoll. Eine fette Artillerie wäre sinnvoll. Ach, die Transportfahrzeuge kosten nochmal extra Punkte. Das ist, Hätte ich so nicht gelöst. Weil jetzt müssen es nicht so viele Punkte da drauf. Aufklärungsflugzeug wäre eigentlich eine schicke Sache, aber ich spare mir meine Luftpunkte lieber für Jäger und für taktische Bombe. Also wenn da steht Minenleger, damit ist nicht gemeint, dass wir damit Landminen legen können. Diese Flugzeuge sind rausgeflogen aufs Meer und haben Seeminen abgesetzt. Das ist mit Minenleger gemeint. Finde ich aber schön, dass sie daran gedacht haben. Das könnte bei Gefechten oder ja, Weseübungen, Landung in England durchaus interessant sein.
Das hätte ich so nett gemacht. Ich hätte die nicht getrennt in eine Flak 8-8 und als Panzerabwehr eingesetzte 8-8. Ich hätte die einfach in der Flugabwehr gelassen, hätte ja zwei Reichweite gegeben und einfach die Fähigkeiten gegen Bodenziele. Das ist ja das gleiche, das ist ja das Geschütz, nur halt nach oben gerichtet das Rohr oder im Flachfeuer. Tja, ich glaube, ich lasse das erstmal und wir schauen uns erstmal an, wie es aussieht. Uiui, die haben sich aber nochmal gut verschanzt. Wow, haben die sich da eingegraben? Finde ich interessant, dass ich keine Ressourcenpunkte bekomme für die Eroberung von Siedlungen. Also wenn wir das hier knacken wollen, dann brauchen wir ganz schwere Artillerie und Bomber. Da marschieren wir mit Panzern und Infanterie nicht durch. Ich finde das interessant, dass die unsichtbar bleiben, obwohl eine Stuka drüber fliegt. Bedeutet ja, dass ich zwei Verluste erleide und die eins. Ja, dann spare ich mir den Angriff erstmal und dann bomben wir sie nächste Runde lieber nochmal aus. Wenn das meine komplette deutsche Angriffstruppe ist, da muss ich ein bisschen sparsam sein. Ah ja. Das heißt, ich habe neue Kommandopunkte bekommen und mehr Dings.
raff ich nicht. Ich bombardiere die und klopp die. Die müssten doch niedergehalten werden durch das massive Feuer. Aber die verschanzen sich scheinbar noch mehr. Nee, die Anzeige spinnt halt von dem Spiel. Okay. So, dann gucken wir mal. Machen wir mal Licht an. Artillerie, Pack, Flugabwehr, Infanterie, wahrscheinlich da drin auch, ohne dass es gesichtet wurde. Nochmal Pack. Okay. Die wäre natürlich ideal. Das nicht. Ich habe doch 220. Ach, das ist dann zwingend vorgeschrieben oder was, der Transport? Ah ja, das ist zwingend vorgeschrieben, dass man da einen Transporter dabei hat. Ach, bei den kleinen nicht, weil die... Okay. Ja, das ist zwingend, okay. Ja, keinen Sinn. Mit dem Panzer komme ich ja gegen den Bunker nicht an, zumal er unterstützt wird von der Pack hinten dran. Ah, die polnischen Pioniere haben die Brücke gesprengt.